Und damit recht herzlich willkommen hier zu Winterberg Version 10. Es ist mal wieder soweit, wir sind in Winterberg aktiv. Und ja, gucken, was es alles so Schönes hier zu erleben gibt. Ja, und natürlich werden wir hier auch einiges mal ein bisschen ausprobieren. Wenn halt bestimmte Sachen gucken. Aber hier eine verletzte Person bei der Bundeswehr. So, dann gucken wir mal, wo ist er denn? Ach da, okay. Gut. Du bedarfst ärztliche Hilfe. Gut, und der Kamerad ist so frei und er kümmert sich darum. Das nenne ich mal hier schnellstmöglich versorgt. Letzter nach Messerstecherei. Du versorgst ihn. Wird einmal einsteigen. Notarzt ist unterwegs. Wird er versorgt hier weiterhin. Bis dann der Rettungswagen vor Ort ist und wir soweit den Patienten übergeben können. Du steigst schon mal ein. Du musst jetzt nur noch auf ihn hier warten. So, Notarzt haben wir vorsichtshalber mit rausgeschickt. Das war gut. Okay. Die Kollegen sind jetzt da. Okay. Gut, Infusion wurde gelegt. Medikamentenspritzen. Geht es hier? Okay. Eine verletzte Person. Dann nehmen wir hier über den KTW Winterberg. Okay, gut. So, ihr macht euch dann soweit stark klar. Einmal nehmen. Gut. Das bedarf, so wie es aussieht, keinen Notarzt. Okay, gut. Haben wir hingekriegt. Patient benötigt keinen Notarzt. So, KTW unter Sonderrechte. Also jetzt hier hin zum Einsatzort. Wie er sich den Weg bahnt. Hier liegt der Verletzte. Also. Du brauchst jetzt nicht hier irgendwie kilometerweit außen rumlatschen. Also, der Patient liegt hier. Hier, da ist er. Okay, gut. Also, hier benötigen wir Notarzt noch. Sprich, da werden wir wahrscheinlich auch den Hintergrund. Ja, die wir benötigen. Wir haben jetzt hier einen Verkehrsunfall.
Aber dann ebenfalls hier auch noch Einsatzkräfte mit rausschicken. Ja, also. Ich irgendwie beauftragen? Nee. Gut, so. Karte wie aufsitzen. Ihr fahrt einmal. Einsatz in RTW Medebach. Fahren Sie nach Winterberg, Florian Sauerland, Ende der Alarmierung. Gut, so. Mitgemacht. Einsatzleitung ist jetzt vor Ort. Okay, da benötigen wir keinen Notarzt. Gut, der Notarzt geht dann jetzt zur Rettungswache. Gut. Okay, hier macht sich denn jetzt endlich der Rüstzug auf den Weg. Also hier haben wir eine eingeklemmte Person. Rettungsdienst von außerhalb ist unterwegs. Da haben wir Gott sei Dank hier schon den RTW stehen. Da ist der Notarzt unterwegs. Gut, so. Gut. Du ziehst einmal bitte nach da. Und du verbleibst vor Ort. So. Gruppführer, Person zur Menschenrettung vor. Gut, so, macht euch einmal hier einsatzbereit. Okay. Ja. Schon unterwegs. Wie es aussieht, haben wir hier keine verletzte Person. Wir haben hier eine Person, die auf der Intensivstation momentan ist, aber ansonsten, hier bei dem Verkehrsunfall scheint es wohl so ja. zu sein, als wäre nichts. Der Pol rückt auch wieder ab. Viel heiße Luft um nichts, würde ich hier in diesem Fall behaupten. Ja, rein theoretisch ist die Frage, da ist ein Fahrrad. Ne, okay, gut. Ja, für die Einsatzkräfte heißt das hier Einsatzende, also. Das ist nur das Fahrrad, also. Da ist keine ärztliche Versorgung notwendig. So wie es aussieht. Ja, dann warten wir mal ab. Wir gucken in der Zeit mal noch so ein bisschen rum. Wir haben unsere Karte. Ja. Also Einsatzleiter. Ja. Und dann sind wir mal gespannt, was uns jetzt noch alles so Schönes erwartet. Ersten 9 Minuten, ja, war schon so leicht einsatzreich. Als Gott sei Dank noch nicht so, dass wir hier jetzt wirklich im Akkord hier einen Rettungswagen nach dem anderen rausschicken müssen. Was wir jetzt hier. So sieht's aus. Jetzt ist wieder so ein bisschen Flaute in der Zeit. Ja. Ja, Kahnschaden, Tankbast im Gebäude, Lawinenunglück, S-Bahn-Unglück,
Infektionspandemie, Schiss, Unglück, Güterzug brennt, Flugzeugabsturz, Raubüberfall, Schlägerei, Bombenfund, Ruhestörung, Amok. Und ja. Also da gibt es noch so einiges. Wir können hier Cut-Alarm auslösen, Sirenprobe. Und ja. So, wir heben jetzt mal die Einsatzfrequenz etwas an. Das könnte gleich etwas turbulenter werden. Das heißt, wir werden vielleicht 3, 4, 5, 6 Einsätze vielleicht gleichzeitig kriegen. Und ja. Also sind wir da mal gespannt. Insgesamt haben wir hier ebenfalls noch 3 Rettungshubschrauber, die wir zur Not einsetzen können, und ein Intensivhubschrauber und ein Bundeswehrhubschrauber. So, und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf. Ich finde es richtig schön gemacht. Wir haben hier die Feuerwehren. Hier haben wir unsere RTWs, Notärzte, NRW, SEG, ein Kindernotarzt sogar. Wir haben die Rettungshundestaffel. Hier haben wir die Pol, ADAC, Elektro, Wasser, DB, Kampfmittelraumdienst, Essica, Demo, Feldjäger sogar, Ringfunk, Klinik, Notfall, Not-OP, wir haben sogar hier unseren Polizeihubschrauber, einen Schlepper haben wir, Kran, gut, einen Schlepper und das Löschboot. Sagen wir ehrlich, brauchen wir hier auf der Karte jetzt nicht. Das haben wir jetzt hier wirklich nicht notwendig. Und nun, los. So, Klinik für Aufnahmesperren öffnen, gut. Das werden wir jetzt nicht machen. Okay, also da liegt jetzt noch ein Fahrrad rum, also schicken wir mal ein Fahrzeug von der Feuerwehr hin. Sauerland mit einem Einsatz für das LS16 Winterberg. Sauerland, Ende. Das ist hier einfach mal so allgemeine Verkehrskontrollen durchführen. Stimmt was nicht. Was gibt's? Okay. Was gibt's? Bestätige. Steigen Sie einmal aus. Okay, hier sollten auch die Insassen einmal aussteigen. Nee. Ihr sollt hier einmal einfach mal das Fahrrad zur Seite, also schüttet das Fahrzeug ab, fährt Fahrrad ab. Okay, also. So. Ja? Auf dem Weg. Was gibt's? Okay, ich sollte jetzt hier die Einsatzfrequenz. Wo sind wir hier einen Einsatz nach dem anderen kriegen, aber. Es scheint wohl, als wenn wir hier nicht so wirklich Einsätze reinbekommen. Ja. Kann er überhaupt das Fahrrad abschleppen? Ja, er kann. Wahrscheinlich liegt es daran. Ja, der Verkehrsunfall ist noch nicht abgeschlossen. Ups. Da flog das Fahrrad.
Ja, aber das war jetzt abgeschleppt. Sorry, keine gute Idee. Bonusversorgung. Oh. So, wird das jetzt abgeschleppt? Na, dann hoffen wir, dass wir hier gleich. Oh, medizinischer Notfall haben wir hier unten. Sehr schön gemacht hier die Bundeswehr. Ja, also gut. Ich bin jetzt mal ausgegangen, dass wir jetzt einen weiteren medizinischen Fall, also ihr seht. Also, zwei Rettungsdiensteinsätze haben wir hier. Gut. Er wird jetzt. Ein weiterer medizinischer Notfall hier beim Bund. Also. Das ist jetzt der dritte Notfalleinsatz hier in kürzester Zeit, die wir hier bei der Bundeswehr haben. Wir haben jetzt unseren Hintergrund RTW mit hingeschickt. Wir haben jetzt hier oben einen medizinischen Notfall reinbekommen. Ihr seht es. Notfallansatz KTW Winterberg, Florian Sauerland. Der hat sich fast auf den Haufen gekachelt. Ja, auf jeden Fall steigt jetzt hier die Stimmung. So viel kann ich schon mal verraten. Also. Stimmung hier ist jetzt bombenmäßig. Also wir haben hier einen Rettungsdiensteinsatz nach dem anderen. Ja. Wir werden hier einen Notarzt wir hin beordern. Okay, wir haben hier einen PKW-Brand, um mal einen Einzelruf. Beziehungsweise schickt man Löschzug hier mit raus. Das ist nur mit einem Notarzt möglich. Florian Sauerland 483 in der Funk. Wiederhole, Achtung, Achtung, Florian Sauerland 483 in der Funk. Florian Sauerland Ende. Jetzt hat einmal auf Streife. Alles klar. Gut, hier kann soweit eigentlich nichts gemacht werden. Gut. Da geht einmal der Abschleppdienst. Hier muss die BMA zurückgestellt werden.
Dann wird die BMA zurückgestellt. Ihr seht, es geht hier jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt hier Rettungsdiensteinsätze. Und so. Zwei wieder unsere beiden RTWs. Wieder. Na Wache, wir haben auch jetzt noch unseren Bundeswehr Krankenwagen. Ja, ihr seht, wir haben hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einsätze. Oh, ziemlich schnell erledigt, muss man sagen. Waren Gott sei Dank keine größeren Sachen. Muss man dazu auch erwähnen, also wenn es größere Sachen wären, Heidi Witzke, dann wäre es wahrscheinlich doch einigermaßen kritisch, aber so, wir haben es, also wir haben es soweit hingekriegt, der Löschzug war auch einmal kurz raus, aber die Pool hatte diesen Einsatz natürlich auch erfolgreich gelöst gehabt. So, jetzt warten wir darauf, dass wieder hier irgendwas kommt. Und jetzt mal die Einsatzfrequenz noch ein bisschen anheben. Und sehen, was jetzt passiert. Also, die Einsatzfrequenz müsste jetzt ziemlich hoch sein. Das heißt, wir müssten jetzt hier wirklich eine Bombenstimmung haben. Wir müssten jetzt hier wirklich einen Einsatz nach den anderen reinkriegen. Also jetzt rein theoretisch. Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass der KTW hier steht und das NEF hier steht. Aber nein, das NEF steht hier. Und man hätte es vielleicht machen können, dass man hier noch irgendwie so zwei KTWs hinstellt, da noch ein RTW, also drei RTWs, ein NEF, drei KTWs hier vielleicht noch irgendwie mit positioniert. Aber nun gut. Unsere Rettungswache direkt gegenüber vom Krankenhaus. So, nun ist es ziemlich still. Die Ruhe vor dem Sturm. Da wird bestimmt gleich irgendwas Kräftiges passieren. Da wird es gleich losgehen. Ja. Person im Wasser haben wir hier. Kriegen wir einmal Eisruf, Feuerwehr, RTW, Notarzt. Person treibt hilflos im Teich. Sauerland mit einem Einsatz für das LS16 Winterberg. Sauerland Ende. Gut. Ja, dann gießen wir jetzt mal hier die Einsatz NEM Winterberg, Florian Sauland Ende. Okay, Einsatz für Hintergrund ATW. Ihr seht, hier haben wir den gleich schon zwei weitere Rettungsdiensteinsätze. Also der Notarzt macht sich hier den Einsatz bereit. Feuerwehr ist gleich mit dem RTW unterwegs. Amokschütze bei der Bundeswehr. Okay, hier benötigen wir SEK. Der Feldjäger.
Oi, 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 oi. Also wir haben hier mehrere verletzte Personen. Wir benötigen hier natürlich Kripo. Wir benötigen hier noch ein Notarzt. Wir benötigen da jetzt hier noch ein Notarzt. Ja. Einsatznotarzt Bad Fredeburg, ich wiederhole Einsatznotarzt Bad Fredeburg, Florian Sauerland, Ende. Ja. Hier Florian Siegen, Einsatz für das RF Bad Berneburg. Ich wiederhole Einsatz RF Bad Berneburg, Florian Siegen mit der Alarmierung. Drei tote Soldaten haben wir hier zu beklagen. Das ist nicht gerade so das Goldene vom Ei, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und ich würde sagen, wir gehen in wenigen Minuten dann Richtung Feierabend. Der Transport dieses Patienten ist nur mit einem Notarzt möglich. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Danke und auf Wiedersehen. Ich sage Tschüss. Bis dann.